Also mich fasziniert es und ich mache das auch aus Leidenschaft. Also es gibt auch Menschen, die fragen mich, ja, mein Gott, immer dieses Morbide, was du da machst und so, ist das nicht schrecklich? Und ich bin eigentlich jemand, ich kann nicht aus dem Leitantrieb arbeiten. Also ich kann nur arbeiten, wenn es mir gut geht. Und ich glaube, jemand, der sich wirklich auf meine Arbeit einlässt, der sieht das auch, dass da Leidenschaft und auch sehr viel Poesie hintersteckt und nicht nur das Negative, das Morbide, das Krankhafte. Geht auch in eine andere Richtung. Um das Thema Porträt zu variieren, habe ich mir dann irgendwann vorgenommen, ein Paar zu gestalten. Also mit Tonfiguren, Tonköpfen, die ich auch wieder gebaut habe, aber diesmal während der Projektion direkt zusammengestellt habe und versucht habe, da eine starke Verbindung aufzubauen zwischen den beiden Köpfen untereinander. Dann wiederum die Thematik, was könnten diese Köpfe denken? Und dann bin ich auch wieder zurückgekommen auf das Ursprüngliche, was ich vorhin sagte, mit dem Sammeln von kleinen Gegenständen im Alltag, was ja auch was sehr Liebevolles hat. Wenn irgendwas weggeschmissen ist, kann es auch was Poetisches haben. Und da habe ich eigentlich visuell gesehen, versucht, eine Kopfserie zu verbinden mit einer relativ abstrakten Serie, wo man eigentlich eine Räumlichkeit spürt, aber natürlich nicht genau weiß, wo diese Räumlichkeit sich befindet. Danach ging es immer weiter in diese Thematik, was selber zu bauen und zu variieren und ja auch mal das Gesicht vollkommen wegzulassen, nur noch die Form zu sehen und das Wechselspiel zwischen Innen und Außen zu gestalten. Was ja eigentlich bei uns auch ständig stattfindet. Wir sehen was, wir denken was und was wir denken, geht eigentlich erstmal nach innen. Und dann, wenn wir Glück haben, können wir es wieder rauslassen, die Sprache, aber oft fehlen uns auch die geeigneten Worte für unsere Gedanken. Aber eigentlich ist jeder Mensch damit beschäftigt, mit dem Innen und mit dem Außen. Und ich versuche das technisch mit der Negativ-Positiv-Projektion umzusetzen. Also eigentlich ist es ja nicht nur dunkel, was man sieht, sondern es sind auch unglaublich viele helle Momente in meinen Arbeiten drin. Und also ich denke, das macht auch den Reiz aus, dass man das Dunkle nochmal anders wahrnimmt, wenn man das neben dem Hellen stehen sieht. Dann habe ich mittlerweile dann so ein Reichtum an Dias von alten Serien und ja, Sachen, die ich in Natur aufgenommen habe, gewonnen, dass ich dann dazu übergegangen bin, auf die Modelle, die ich dann immer wieder neu baue, die alten Dias von anderen Serien zu nehmen. Also eigentlich eine Erinnerung an eine alte Serie, aber wieder neu in Verbindung gebracht zu einer anderen Wandarbeit. Diesmal ging es mir eigentlich darum, einen Blick von oben zu bekommen, also eine andere Perspektive und auch ein anderes Raumgefühl. Bisher war die Arbeit eigentlich eher immer frontal. Jetzt ging es eher ein bisschen die leichte Vogelperspektive von oben. Ein abgetrennter Kopf für sich gesehen, aber in sich unglaublich viel Leben drin. Also es ist nicht nur die Struktur, die man da sieht, man erkennt natürlich auch Augen. Es ist immer wieder die Frage, lebendig oder nicht lebendig. Die Thematik des Kopfes, die mich sehr interessiert hat über viele Jahre, hat sich dann zu der Thematik der Figur weiterentwickelt. Und der Ausgangspunkt sind da auch wiederum selbstgebaute Modelle, die ich auch eigentlich sehr, ja, das ist auch, diese Objekte zu bauen, hat auch was sehr Sinnliches, was sehr Direktes und Schönes, was ich natürlich mit meiner Arbeit immer erlebe. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich diesen Werdegang miterlebe oder der Betrachter am Ende nur in Anführungsstrichen das Foto sieht. Der ganze Prozess, der dahinter steckt, gehört eigentlich dazu. Nur, wie will man den immer zeigen auf einer Ausstellung, geht eben nicht. Deswegen habe ich diese Modelle irgendwann für mich entschlossen, in ein quasi Archiv, ein bewegliches Archiv zu bauen, dass man quasi aufziehen kann und sich angucken kann. Und somit bietet das eigentlich eine Erweiterung und eine Rückführung auch letztendlich auf die Schlu End der, das Endprodukt, was dann an der Wand hängt. Hier auch wieder ganz dicht an dicht eine Reihe von 10 Arbeiten, die ich in Verbindung mit Haaren und Ton, Holz, auch wieder alles sehr organische Elemente gebaut habe und
auch da die Thematik, was ist sichtbar, was ist unsichtbar, was ist im Begriff zu verschwinden, sich aufzulösen oder aber auch genau das Gegenteil, was kommt auf einmal, was kommt auf dich dazu. Und gerade durch dieses Negativ-Positiv, das Hell und das Dunkel, wird die Stimmung, die man oft selber hat im Leben, unglaublich gut aufgefangen, dass man sich dafür entscheiden kann, weiter in die Tiefe zu gehen, weiter in das Dunkle einzusteigen und da eine Kraft auch zu finden oder ob man eigentlich da bleibt, wo man ist und die Tür lieber zumacht. So, das, ich glaube, ist bei der Serie ganz stark, dass man da diese Stimmungsschwankung für sich erlebt. Weiter ging es dann auch wieder, was ich vorhin schon erzählt habe, diese Figuren, wo sind die, wo leben die, wo ist da auch eine Existenzberechtigung? Das alles, die ganze Arbeit ist ja auch sehr existenziell. Und dann habe ich quasi aus diesen Objekten heraus wie so eine Art Organtransplantation was gebaut und einen Auszug von der Struktur von diesem Objekt da reingepflanzt quasi und das dann in Szene gesetzt. Also es sind eigentlich Abkömmlinge, kleine wesentliche Abkömmlinge von diesen Figuren, die dann eigentlich dann wieder als Kopfform oder als Landschaftskopfform, könnte man da auch sagen, in Szene gesetzt sind. Viele sprechen auch von Insekten oder Tieren. Es ist immer so was, Spinne auch, wieder was Negatives gerne. Insekt ist auch oft eher so pillerig, stört mich. Aber auch da wieder die Fragestellung, wenn man den Sprung schafft, das zu erkennen, was einfach da ist, das Wesenhafte dieses Objekts zu sehen, fällt dieser Ekel, den viele auch haben, kann der abfallen. Dann die Beschäftigung natürlich mit dem Animalischen, was wir haben, das Sinnliche, was der Mensch hat und auch dieses Geschlechtliche auch. Damit habe ich mich eine Zeit lang beschäftigt. Also zu Anfang war es der Akt, dann ist es das Gebaute, das Schlangenartige, was natürlich sofort an was Phallisches erinnern lässt. Und diese etwas relativ simplen gebauten, schlangenartigen Formen habe ich versucht, auch miteinander spielen zu lassen, dass eigentlich untereinander eine Kommunikation entsteht. Das kann ein Miteinander sein, das kann ein Gegeneinander sein, das kann eine Vereinigung sein oder auch ein Abstoßen. Jedenfalls ist es wieder für sich genommen ein in sich geschlossener Kosmos und auch ein in sich geschlossenes System. Das ist genau das, was ich vorhin schon sagte, dass ich gerne immer in diesen Bandarbeiten arbeite, damit dieses System in sich auch eine Existenzberechtigung hat und dass man davon auch nicht unbedingt sofort loskommt. Dann ging es weiter in einer anderen Form von Vereinigung, eher mit dem Torso oder die rumpfartige Gebilde, die ich gebaut habe, die auch wiederum miteinander was zu tun haben. Hier ist es in der horizontalen, hier ist es in der vertikalen gemacht. Schon Thema Akt, aber ganz abstrakt formuliert und eigentlich schwebend im Raum. Also da kann man sich sonst was vorstellen, was da entstehen kann oder auch vergehen kann. Letztendlich ist meine Arbeit auch immer nur ein Angebot. Also das ist eigentlich bei den meisten Künstlern so. Du bietest was an und der Betrachter macht eigentlich damit was er möchte. Und die Freiheit muss man jedem auch lassen. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, ich kann damit nichts anfangen. Es ist aber auch toll für mich zu erleben, wenn jemand ähnlich wie ich ganz tief da einsteigen kann. Das ist natürlich ein Glücksfall, wenn man solche Menschen trifft. Die phallische Form an sich in Verbindung mit der Figur hat mich natürlich nicht losgelassen. Und dann habe ich eigentlich ein auch in sich geschlossenes Objekt gebaut, was eine Figur sein kann, auch ohne Beine zwar, aber mit Kopf und dann noch ein Kopf. Also ein Kopf, der weiter unten liegt, eigentlich symbolisch gesehen für die Geburt. Oder ich habe es immer lustigerweise für mich als Arbeitstitel Känguru-Porträt genannt, weil das Känguru hat ja immer sein Kind quasi im Schlepptau. Und da auch wieder klar, sobald ich mit Haaren arbeite und auch mit organischen Elementen, ist immer das Elementare sofort zu spüren. Und
Das ist einfach eine durchgängige Sache bei meinen Arbeiten. Das Elementare ist immer da und im Hinblick des Elementaren ist auch das Animalische direkt zu sehen. Und es ist aber auch gleichbedeutend wichtig für mich, weil wir leben ja eigentlich jetzt in einer Welt, die absolut rational gestrickt ist, also vermeintlich jedenfalls. Wir denken, wir kontrollieren alles, wir haben alles, die Technik hat sich unglaublich entwickelt. Aber der Mensch an sich ist ja relativ gleich geblieben. Also allein die Gefühle, die Zuneigung, die wir haben, die Liebe, die wir haben, die Verlusterlebnisse, die wir haben, die Hoffnung, die wir haben, alles das ist eigentlich von jetzt bis damals zurückgesehen eine Konstante. Und dieses, was wir so gerne verdrängen, dieses Urgefühl eben, versuche ich eigentlich immer wieder durch verschiedene Formen wieder hervorzulocken, dass man da wieder rankommt. Also es ist ja so, dass bei einem Künstler sich oft die Frage stellt, wenn man so nah an einer gleichen Thematik arbeitet, wie kann ich da überhaupt variieren? Also wo kann es noch spannend für mich werden, in welche Richtung kann ich gehen, noch weiter vielleicht sogar gehen, das, was ich bisher schon gemacht habe. Und bei der nächsten Arbeit war es für mich so, dass ich eigentlich aus diesem Wust, dieses Zerwühlte, was ja auch oft in meinen Arbeiten drin ist, etwas klarer, ich wollte etwas klar, eine klare Form schaffen und auch einen ganz klaren Raum schaffen. Und das ist eine relativ aktuelle Arbeit, wo ich eigentlich einen ganz nackten, ich würde mal einen ganz nackten kleinen Torso gebaut habe in verschiedenen Variationen und darauf eigentlich so wie damals ein Dia projiziert habe, also gar nicht mehr am Computer gearbeitet habe, sondern relativ, man kann fast sagen, analog fotografiert habe wieder. Und auf diesen nackten Torso, aber durch diese Struktur, die wiederum auch durch meine Grafiken entstanden sind, entsteht auch wieder ein ganz eigenes Wesen. Da mutet es eher an, Thema Geburt wieder, aber auch Fehlgeburt oder ja, geht es oder kann es bleiben? Das ist auch wieder was sehr Existenzielles. Aber durch die klare Form kann man sich besser auf die Thematik der Figur konzentrieren, weil man zum Beispiel durch die Haare, die ich oft in meinen Sachen habe, gerne abgelenkt wird und dieser Ekel sofort da ist. Und das ist hier erstmal nicht. Also hier achtet man eher auf die Form und fragt sich, was kann da jetzt wachsen oder eben auch nicht. Da mich aber Haare unglaublich interessieren und natürlich auch verbunden mit diesem Gefühl von irgendwie komisch, habe ich danach eigentlich eine ähnliche Struktur wieder gefunden mit Objekten im Raum, relativ klar, aber diesmal ist die Struktur wieder etwas elementarer und durchdrungener und geht eigentlich noch ein bisschen tiefer in das Gefühl, was lasse ich zu und was lasse ich eben nicht zu in meiner Gedankenwelt und in dem, wie ich was beurteile, was ich sehe. Es ist oft schade, dass, dass sofort dieses lass mich doch damit in Ruhe, so bei vielen Menschen passiert. Bei mir ist es auch schon so, dass ich das eigentlich schon evoziiere. Also es ist schon ganz klar, dass ich diese Grenze erreichen möchte bei jemandem, was kann ich aushalten. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was ich zu meiner Arbeit zu sagen habe.